Die letzten 30 Tage habe ich versucht, meine Sportroutine aufs nächste Level zu bringen. Was ich euch aber verschwiegen habe, ist, dass ich in diesen letzten 30 Tagen ein neues Supplement in meine Routine mit aufgenommen habe. Ich habe davor Proteinpulver für den Muskelaufbau genommen, Vitamin D, weil es gerade Winter ist, und Omega-3-Kapseln für die gesunden Fettsäuren. Doch ich habe auch beschlossen, weißes Pulver zu probieren, welches einem anscheinend Superkräfte geben soll. Es ist nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich habe die letzten 30 Tage Kreatin genommen und was in der Zeit mit meinem Körper passiert ist, das erzähle ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, wie Kreatin überhaupt funktioniert. Kreatin wird im Körper von Tieren und Menschen produziert. Deshalb ist in vielen Fleischlebensmitteln auch Kreatin drinnen. Während ihr mich gerade anseht, produzieren eure Zellen im Körper also Kreatin. Das ist wichtig, das ist natürlich. Kreatin ist außerdem das am besten untersuchte Supplement, was es gibt, und es ist demnach sicher. Zumindest laut dem heutigen Wissensstand. Die Rolle, die Kreatin im Körper spielt, ist für die Energieproduktion. Genau genommen für schnelle, explosive Bewegungen. Also genau das, was wir im Fitnessstudio machen. Wenn wir Kraft aufwenden, dann kommt diese Energie von Adenosintriphosphat, kurz ATP. Dieses ATP verliert dadurch, dass es uns Energie gibt, eine Phosphatgruppe und wird zu Adenosindiphosphat, kurz ADP. Kreatin kann nun kommen und kann sich an dieses ADP binden und es wieder zu ATP machen. Wenn unsere Kreatinspeicher also voll sind, dann passiert die Energiebereitstellung einfach länger. Und genau deshalb macht es Sinn, Kreatin zu supplementieren. Niemand von uns isst so viel Fleisch am Tag, dass unsere Speicher permanent voll sind. Unser Körper produziert auch nur 1 oder 2 Gramm am Tag. Supplementiert wird mit 5 Gramm. Aber was kann man davon jetzt konkret erwarten? Studien haben gezeigt, dass eine Supplementation mit Kreatin die sportliche Leistungsfähigkeit um bis zu 15% erhöhen kann. Das ist verdammt viel. Es soll beim Krafttraining, aber auch beim Ausdauertraining und eigentlich überall helfen. Und auch die Regeneration soll durch Kreatin gefördert werden. Noch eine kurze Studie, die mein Gehirn nicht verarbeiten kann. Hierbei wurden 2 Gruppen über 10 Wochen Kraftsport überwacht. Die eine Gruppe bekam Kreatin, die andere nicht, und die Gruppe mit Kreatin konnte ihre Maximalkraft um 25% mehr steigern als die Gruppe ohne Kreatin. Doch jetzt kommt das Krasse, die Gruppe mit Kreatin konnte 60% mehr fettfreie Muskelmasse aufbauen als die Gruppe ohne Kreatin. Das ist halt wirklich absurd hoch, und an diesem Punkt hört sich dieses Video wahrscheinlich an wie eine Werbung für Kreatin. Das ist es nicht, keine Angst. Aber was ist bei mir wirklich passiert? So sieht es übrigens aus, wenn ich das nehme. Wahnsinnig spektakulär. Ich nehme einfach immer ca. 5 Gramm ins Glas damit. Und los geht's. Übrigens, ihr braucht einfach das stinknormale Kreatin-Monohydrat. Das ist alles dasselbe. Jedes Produkt, was irgendwie behauptet, besser als einfach nur Kreatin-Monohydrat zu sein, ist Marketing. Ihr braucht nur das. Als ich es das erste Mal genommen habe, dachte ich, es schmeckt ultra eklig, aber es schmeckt zum Glück einfach nach gar nichts. Ich habe die ersten paar Tage jeden Morgen 5 Gramm auf leeren Magen genommen und ich hatte relativ schnell einen Effekt, aber leider nicht den, den ich haben wollte. Okay, der erste Effekt von Kreatin kickt gerade richtig. Aber der ist nicht unbedingt gut, denn ich war einfach in den letzten 2 Stunden 3-mal auf der Toilette. Das ist 2-mal mehr, als bei mir normal ist. Sorry für die Details, aber ich fand das wichtig, euch mitzuteilen. Als ich da ein bisschen recherchiert habe, habe ich herausgefunden, dass es nicht so smart ist, Kreatin einfach auf leeren Magen zu nehmen. Es ist besser, wenn man das mit oder nach einer Mahlzeit isst. Das habe ich dann auch gemacht und seitdem ist das Problem auch nicht mehr da. Zumindest nicht so stark. Ich muss trotzdem noch öfter als sonst meine Blase entleeren. Das ist aber ein schmaler Preis für mehr Performance im Fitnessstudio, meiner Meinung nach. Nach circa einer Woche im Training merkte ich den ersten kleinen spürbaren Unterschied. Es war jetzt nicht so, als wäre das Gewicht auf einmal ultra leicht und ich hatte ultra viel Energie oder sonst irgendwas. Aber es war so, dass die letzte eine oder die letzte halbe Wiederholung bei Übungen, wo ich wirklich ans Limit gegangen bin, einfacher über die Bühne ging als sonst immer. Kurzes Update, ich fühle mich voller. Ich fühle mich, als würde dieses Shirt hier ein wenig enger sitzen als sonst. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Ich denke nicht. Und mir hat eine alte Dame im Fitnessstudio ein Kompliment gemacht. Nicht. Sind eh nicht oben. Das ist, glaube ich, ein eindeutiges Indiz, dass Kreatin bei mir funktioniert. Es gibt auch Non-Responder, also Leute, die einfach nicht auf Kreatin anspringen, bei denen hat das einfach gar keinen Effekt. Aber ich denke, dass es bei mir wirklich funktioniert und Ergebnisse hervorbringen wird. Es war ein minimaler Unterschied, aber eine Wiederholung war meistens mehr drinnen. Ich habe meistens zwischen 8 und 12 Wiederholungen gemacht. Es gibt bei mir meistens im Fitnessstudio gute und schlechte Tage. An den guten Tagen fühle ich mich stark und habe eigentlich kein Problem. Und von diesen guten Tagen wurde es irgendwie immer mehr in der Zeit, wo ich Kreatin genommen habe. Bevor ich euch den weiteren Verlauf zeige, möchte ich aber noch auf ein paar Mythen eingehen. Es gibt den Mythos, dass Kreatin einen schwammig aussehen lässt, weil es Wasser in die Muskeln zieht und in die Zellen.
Das tut es zwar, aber man wird nicht schwammig, weil das Wasser sitzt in den Muskelzellen und nicht unter der Haut. Das heißt, sogar der Muskel sieht praller aus. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Es gibt auch das Gerücht, dass Kreatin die Niere kaputt macht, wenn man nicht genügend trinkt. Hierfür gibt es keine Belege, eher im Gegenteil. Es gibt auch das Gerücht, dass man Haarausfall davon bekommt. Dafür gibt es auch keine Belege. Meine Haare sind intakt. Viele Leute nehmen Kreatin auch in Kuren, weil es das Gerücht gibt, dass der Körper die eigene Kreatinproduktion einstellt, wenn man Kreatin zuführt. Das ist aber auch nicht so. Demnach kann man es einfach durchgehend nehmen. Auch optisch hat sich bei mir etwas verändert. Und zwar fühlte ich mich ein klein wenig praller oder voller. Diese ganzen Effekte waren dann nach 3 Wochen wirklich meiner Meinung nach schon ausgeprägt. Also ich konnte mit bloßem Auge schon etwas erkennen. Und auch, dass 1 oder 2 Wiederholungen mehr möglich sind, war definitiv spürbar. Es kann natürlich auch sein, dass es Placebo ist. Denke ich aber nicht. Auch wenn es wäre, wäre es kein Problem. Wenn ich wirklich stärker bin, dann ist es ja kein Placebo. Die Vorteile sind also ziemlich klar. Ich kann im Fitnessstudio einfach bessere Leistungen erbringen und demnach mehr Muskeln aufbauen. Laut dem derzeitigen Wissensstand kann man Kreatin auch einfach so durchgehend nehmen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Und deshalb ist es für mich einfach ein No-Brainer. So habe ich am ersten Tag ausgesehen, als ich Kreatin noch nicht genommen habe. Und so habe ich ausgesehen, als ich schon 30 Tage Kreatin genommen habe. Behaltet aber bitte im Hinterkopf, diese Transformation ist im Zuge meines 30 Tage wie The Rock trainieren Video entstanden. Ich habe da zwar erst angefangen Kreatin zu nehmen, ja, das habe ich in den 30 Tagen gemacht, aber ich habe da auch meine Kalorien wirklich aggressiv erhöht und meinen Trainingsplan geswitcht. Also schaut euch das Video auch unbedingt an. Man kann also die Erfolge nicht nur aufs Kreatin zurückführen. Wie viel Fortschritt von dem Kreatin kommt, kann ich nicht sagen. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass es mir geholfen hat und dass es spürbare Unterschiede gemacht hat. Zum Zeitpunkt von diesem Video gerade habe ich Kreatin seit circa einer Woche abgesetzt und das spüre ich aber auch. Ich bin ein bisschen schwächer im Gym, das fühle ich und meine Form litt auch ein bisschen. Wenn ihr euch fragt, warum ich es abgesetzt habe, da gibt es keine Antwort. Ich war einfach die letzten Tage zu faul, es zu nehmen. Es ist aber nicht so, dass wenn man Kreatin absetzt, man all seine Muskeln verliert. Die bleiben natürlich, auch wenn sie mit Kreatin aufgebaut wurden. Der Effekt, dass man ein bisschen praller und voller aussieht, weil einfach mehr Wasser in der Muskulatur ist, geht verloren. Wenn man Kreatin absetzt, der kommt aber wieder, wenn man Kreatin einfach wieder nimmt. Aber die Muskeln bleiben. Also, ist Kreatin ein Wundermittel? Natürlich nicht. Wirkliche Wundermittel sind ein gutes Training und eine gute Ernährung. Jedoch, wenn diese Faktoren stimmen, kann Kreatin nochmal die letzten 10% oder die letzten paar Prozent rausholen. Ich persönlich sehe eigentlich keinen Grund, es nicht zu nehmen. Die Vorteile für mich persönlich sind wirklich spürbar und die Nachteile sind für mich persönlich nicht vorhanden eigentlich, außer diese Klo-Situation. Ich werde das Ganze also definitiv in Zukunft und auf unbestimmte Zeit weiternehmen. Was sind eure Erfahrungen mit Kreatin? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ich sonst noch so ausprobieren soll. Ich überlege, so Konzentrationspillen zu testen. Ich glaube, das könnte auch interessant sein. Das war's von mir. Mögen all eure Träume wahr werden. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!